Hallo, hier ist Jana aus meiner Bastelecke. Willkommen zu Vlogmas 2022 mit regelmäßigen, nicht täglichen, aber immerhin regelmäßigen Vlogs während der Weihnachtszeit. Viel Spaß beim Angucken! Wuhu! Guten Morgen! Ich nehme gerade hier so ein Papiertütchen, was ich über habe, und mache da die Geschenke rein, die ich noch verpacken muss, weil ich ja nicht will, zumindest mal, dass Robert seins sieht. Den Rest kennt er, denn er hat mir jetzt noch für seine Oma was mitgebracht von seinen Eltern. Also, es ist unser Geschenk, aber seine Mutter hat es besorgt. Das meine ich damit. Und hat es ihm dann mitgegeben, dass wir das verpacken können und dann mitbringen können, wenn wir eben am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen. Und ich habe ja noch das Paket gestern geholt bei der Post. Ja, sage mal, das muss doch irgendwie aufgehen. Tada! So, ich habe nämlich zweimal Lippenpflege bestellt von einer Firma, die Produkte von Bienen quasi verkaufen. Also alles, was mit Bienen zu tun, also mit Honig und Propolis und weiß nicht, was da alles. Und wenn man was bei denen kauft, dann unterstützen sie damit Projekte, um die Bienen zu schützen in Deutschland, dass eben wieder mehr Bienen da sind, die uns ja langsam ausgehen, um eben dann auch die ganzen Bäume zu bestäuben und den ganzen Kram, was da alles mit dran hängt an den Bienen. Und in diesen Lippenpflegestiften sind Bio-Bienenwachs, Manuka-Honig und Propolis mit eingearbeitet. Und ich habe mir gedacht, dass ich die jetzt zu Weihnachten einfach als noch dazu zum Geschenk mit verschenke. Und ich habe extra zwei genommen, dass ich für mich auch noch einen habe. Hier steht auch noch mal drauf, hergestellt in Deutschland, ohne Tierversuche. Der Karton ist aus ressourcenschonendem Graspapier gemacht. Und dann steht hier noch mal drauf, was tatsächlich alles drin ist. Was das gemacht ist, fühlt sich auch so an. Ja, man sieht auch in dem Papier, finde ich, sieht man diese Grasstruktur, also so kleine Unebenheiten und so, ich weiß nicht, Fasern? Keine Ahnung. So, das eine kann weg. Die werde ich also noch einfach mit an die großen Geschenke dran bammeln irgendwie. Dann haben sie mir auch noch ein kleines Dankeschön mit reingelegt. Pro verkauften Produkt gehen 10 Cent, werden für den Schutz von Bienen gespendet und als Dankeschön haben sie hier Samen für bienenfreundliche Blumen für deinen Balkon oder Garten mitgegeben. Ich glaube, das schenke ich auch noch meiner Mutter mit, zusammen mit dem Pflegestift, weil wir haben ja nichts, wo wir irgendwelche Blumen anpflanzen können, die draußen wären für Bienen. Aber meine Mutter kann das auf ihrem Balkon machen. Sehr gut. Dann ist das für meine Mutter, nur dass ich mache das jetzt mal hier unten in das Tütchen. Dieser kleine Karton hier, der ist echt cool, weil der ziemlich stabil ist. Und den werde ich auf jeden Fall aufheben, um ihn dann weiterverwenden zu können, falls ich mal irgendwas Kleines sicher verschicken will. Das kommt dann ins Schlafzimmer, da wo die ganzen Kartons sind. Und worum ich mich jetzt aber erstmal kümmern muss, im Übrigen habe ich schon eine Maschine Wäsche angemacht, weil ist wichtig, dass das natürlich dann noch was wird bis Weihnachten, dass wir die ganzen Sachen haben, die wir eventuell dann mitnehmen wollen, wenn wir zu Roberts Familie fahren und so. Da sollten wir jetzt soweit eigentlich gut hinkommen. Das Einzige, was ich noch waschen könnte morgen, wäre 60 Grad Wäsche, aber da muss ich mal gucken, weil dann hängt die ja da auch die ganze Zeit. So dringend ist es nicht notwendig. Das heißt, ich glaube tatsächlich, ich mache das erst, wenn wir wieder zurück sind aus Sachsen. Ich weiß noch nicht, ob es der 29. oder 30. wird, aber da schiebe ich mir das mal rein. Und jetzt muss ich mich ranmachen, diese Katalogverschickung zu machen. Und dafür will ich was basteln, aber nichts Weihnachtliches, sondern eben dieses Lesezeichen, was dann zum Katalog quasi dazu passt. Die mache ich mal weg, einfach aus Platzgründen. Ich muss morgen tatsächlich noch einen Gutschein für den Robert machen und für meine Mutter. Da werde ich noch ein bisschen mit beschäftigt sein. Ansonsten ist jetzt wirklich das Wichtigste, das mit der Katalogverschickung zu machen, dass ich die Umschläge dann nachher mitnehmen kann, wenn ich in die Stadt reingehe und die dann abgeben kann noch vor dem Mittag, dass die hoffentlich heute noch rausgehen. Ich glaube, theoretisch müsste ich hinkommen mit lediglich
dem neuen Stempelset aus der Celebration, die jetzt dann kommt. Ich habe hier noch die ganzen Stempel liegen, die ich benutzt hatte, um die Weihnachtskarten zu machen mit den Streifen. Und eigentlich wollte ich die restlichen Streifen von dem Designerpapier noch aufbrauchen. Aber ehrlich gesagt, werde ich keine Weihnachtspost mehr verschicken. Ich werde all denen, die mir jetzt Weihnachtskarten schicken, werde ich anstattdessen tatsächlich lieber Karten im neuen Jahr dann schicken. Also auch nicht Neujahrskarten, weil da weiß ich auch nicht, wie ich dazu komme. Aber halt einfach so Dankeskarten, dass sie mir was geschickt haben, die sie im neuen Jahr am Anfang bekommen. Und dann kann ich ihnen ja immer noch ein schönes Jahr wünschen, weil es ja quasi erst angefangen hat. Das ist jetzt mein Plan. Es gibt noch so einige, die mir was geschickt hatten dieses Jahr. Da muss ich dann meine Liste mal noch aktualisieren, dass ich niemanden vergesse. Das bedeutet aber auch, dass ich alles, was ich für diese Karten verwendet hatte, an Material dann wegräumen kann, wenn ich da eh nicht mehr dazu komme. Ich muss auch heute unbedingt dann die Sachen von Geli, die sie mir gestern geschenkt hat, noch mitnehmen. Ich hatte halt einfach schon so viel zu tragen, aber ich habe nicht mit berücksichtigt, dass ich ja morgen nach der Arbeit auf den Weihnachtsmarkt gehe, weil ich mich ja noch treffe mit dem Kooperationspartner und dem einen Ehrenamtlichen von dem Projekt, was ich koordiniere. Das hatte ich euch, glaube ich, schon erzählt. Und das habe ich irgendwie vergessen. Und das bedeutet, eigentlich ist es voll doof, weil ich das dann mit auf diesen Weihnachtsmarkt mitnehmen muss. Auf den in Friedberg, nicht in Augsburg. Da bin ich ein Stück unterwegs, bis ich da bin, aber dann ist es halt so. Ich muss mir nur irgendwie eine ordentliche Tasche mitnehmen, die ich mir umhängen kann, wo ich das alles reinmachen kann, dass ich die Hände frei habe, weil mein Beutel, der ist so rutschig vom Material her und die Jacke, die ich anhabe, auch, dass der mir ständig runterrutscht. Und das ist dann so nervig, weil ich will eigentlich immer die Hände frei haben, dass ich nicht immer irgendwas zur Seite räumen muss, um dann irgendeine Tür aufzumachen oder keine Ahnung was. Bei der Straßenbahn zum Beispiel oder so. Ich muss jetzt noch gucken, was ich für ein Bändchen nehme. Ich räume kurz auf und melde mich, wenn ich es geschafft habe, ein paar Sachen vorzubereiten für die Lesezeichen, dass ich euch auch was zeigen kann. Ich habe mir alles soweit vorbereitet zum Filmen, weil sich das, glaube ich, ganz gut eignet, daraus ein Video zu machen. Das Lesezeichen sieht so aus. Und das ist mit dem Stempelset tatsächlich sehr einfach zu stempeln. Ich brauche insgesamt 12 Stück. Das hier werde ich als meinen Prototyp behalten, also mache ich eigentlich 13. Aber ich brauche jetzt noch 12 Stück für die Kataloge. Und deshalb werde ich jetzt einfach einmal das Filmen, die 12 Stück machen und danach noch die Kataloge zurecht machen. Und dann kann ich das heute noch abgeben. Ob das dann rechtzeitig vor Weihnachten kommt, weiß ich nicht. Aber dann kommt es halt direkt nach Weihnachten sonst. Die Waschmaschine ist gerade übelst am Schleudern. Es hat gerade angefangen zu regnen. Aber was soll man machen? Der Regen wird anscheinend doch doller. Ich hoffe mal, es geht einigermaßen. Ich muss das Mikro ein bisschen näher zu mir her machen. Einfach, damit man eher mich hört als die Hintergrundgeräusche. Ja, und dann, ja, wobei, ich muss auch ein paar Mal so mit dem Kopf drüber gehen, um zu sehen, wo ich stempel. Ich glaube, da mache ich das lieber so. Ihr seht mich jetzt nicht mehr wirklich, aber das ist, glaube ich, vom Ton her dann besser. Und ich mache euch auch aus. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber ihr seht das Video dann irgendwann. Wer weiß, wann dieser Vlog rauskommt. Wir haben ja heute den 22., also kurz vor Weihnachten. Und mit den Vlogs bin ich ja erst bei Teil 6, was irgendwie der 6. Dezember zufälligerweise ist. Und von dem her wird sich das wieder ein Stück hinziehen. Aber das kennt ihr ja schon, dass es halt dann Januar oder vielleicht auch Februar wird. Ich weiß es noch nicht, wie ich dazu komme. Aber vielleicht habt ihr das ja dann schon längst gesehen. Also das, was ich jetzt gerade filme. Wer weiß, ich mach mal. Ich bin gerade fertig mit Filmen geworden und natürlich, als ich wieder reden musste, fing die Waschmaschine an zu piepen. Das ist so typisch. Naja, gut. Aber jetzt mache ich erstmal noch die Lesezeichen fertig. Ich hoffe, dass der Robert sich um die Wäsche kümmern kann dann. Da rede ich gleich mal mit ihm. Achso, falls ihr euch im Übrigen fragt, Robert hat heute schon frei, der Glückliche. Ich habe dann erst ab morgen frei und bei mir wird der Tag ja noch ein bisschen länger, weil ich ja heute noch auf diesen anderen Weihnachtsmarkt gehe. Das heißt, wahrscheinlich bin ich dann ziemlich fertig, wenn ich heute Abend wiederkomme. Da werde ich dann nichts mehr machen und morgen wird der ganze Tag nochmal vollgepackt sein mit restliche Geschenke einpacken,
Gutscheine noch basteln. Plätzchen backen wollte ich. Sonst wäre das das x-te Jahr in Folge, wo ich mir das vorgenommen habe und die Plätzchen doch nicht gebacken habe. Und ich will ja die Sachen endlich mal verbrauchen, dass ich die nicht irgendwann wegschmeißen muss. Die speziellen Zutaten für diese Plätzchen. Das wird schon irgendwie. Ich habe jetzt zwar alle 12 Stück. Oh Gott, sind es überhaupt 12? Wartet, ich zähle. 2, 4, 6, 8. Ja, sind 12. Ich habe alle 12 Stück fertig. Ich finde, die sehen immer so cool aus, wenn man die so auf einem Haufen sieht. Das heißt, solange wie ich das jetzt noch habe, werde ich hier noch die Fotos machen für, wenn ich das Ganze veröffentliche. Also einmal ein Thumbnail-Foto und einfach Fotos so von den Lesezeichen bzw. Anhängern nochmal. Und dann muss ich eigentlich auch schon los. Nicht, weil ich dann schon arbeiten muss, sondern tatsächlich, weil ich dann eben dieses Rezept beim Lungenfacharzt holen muss und die um 12 zumachen. Das ist mein Problem. Also ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja. Ich muss so ungefähr in 10 Minuten los. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ist von den ganzen Kundinnen, an die ich das schicken möchte, mir die Adressen rauszuschreiben. Ich werde auf jeden Fall Zeit haben zwischen da, wo ich beim Lungenfacharzt war und da, wo ich arbeiten muss, weil die um 12 zumachen, sonst hätte ich später hingehen können. Ich muss erst um 1 arbeiten und das heißt, zwischendrin werde ich dann die Briefumschläge noch beschriften und dann werde ich das machen und die dann einfach wegbringen, bevor ich dann anfange zu arbeiten, dass das noch hinhaut. Ich habe die Umschläge schon, ich habe die Kataloge schon bereitgelegt. Ich glaube, ich lasse es so, pack die einfach so ein in eine Tüte. Mit dem Zettelchen mit den ganzen Adressen drauf und schreibe das eben dann, wenn ich unterwegs bin. Auf jeden Fall werden die heute noch abgeschickt. Und ich mache mich jetzt schnell fertig, damit ich dann noch rechtzeitig zum Lungenfacharzt komme und die genügend Zeit haben, noch das Rezept zu machen und dass er das unterschreibt und so. Und dann hoffe ich, es klappt alles. Ich bin spät dran und es regnet. Aber wird schon. Rezept habe ich. Sie hatten schon vorbereitet, weil ich die E-Mail geschrieben hatte. Das hat also funktioniert. Ich habe auch gleich in der Apotheke unten mir das Spray holen können. Und jetzt bin ich auf dem Weg, um von der Flyer-Verschickung, die wir an der Arbeit gemacht haben, um dann noch ein paar Umschläge einzuwerfen. Das ist nicht weit von hier. Es sind drei Gebäude, die relativ nah beieinander sind. Dann schmeiße ich das einfach schnell in den Briefkasten und dann kann ich mir was zu essen besorgen, gehe in die Stadtbücherei, setze mich hin, schreibe die Umschläge, bring's zur Post, mach Mittag und dann fange ich an zu arbeiten und dann haben wir das auch erledigt. Ich habe noch schnell Geld abgehoben und habe schon zwei Briefe eingeworfen. Einer fehlt noch. So Wind! Und dann kann ich mich ins Warme machen. Gar nicht so einfach bei dem Wind den Schirm nicht zu verlieren und dass der sich rumdreht. Und irgendwo ist Blaulicht. Das ist so ein ungemütliches Wetter, dass ich gar keine Lust habe, auf diesen Weihnachtsmarkt zu gehen. Ich warte jetzt mal ab, wie es heute Abend ist. Seht ihr, wie nass der Schirm ist? Jetzt ist mir vielleicht warm. Es ist auf jeden Fall nicht kalt draußen. Es ist einfach nur extrem ungemütlich. Richtig windig, nass. Ich hoffe mal, alle Kataloge und so haben überlebt. Ich habe jetzt 40 Minuten, bevor ich arbeiten muss und werde als allererstes mal die Umschläge fertig beschriften und packen und es zur Post bringen. Was zu essen habe ich ja schon. Und dann gucke ich mal, wie ich dazu komme, das auch noch zu essen. Wenigstens ein bisschen Essen würde ja schon reichen, dass mein Magen ein bisschen was drin hat. So, na dann mache ich mal bis später. Das sieht schon ziemlich cool aus, oder? So rein farblich und so. So stecke ich das immer in den Umschlag rein. Ich finde, das war rekordverdächtig. Ich habe jetzt 20 Minuten gebraucht. Habe jetzt noch 20 Minuten, bis ich anfange zu arbeiten. Das heißt, ich schnapp mir schnell den Kram, gehe rüber zur Post, gib das ab und dann werde ich noch schnell hinten was versuchen zu essen, um dann um 1 rechtzeitig wieder hier vorne zu sein. Ich habe Glück, dass der richtige Fahrstuhl kam. Bei dem sind nämlich 2 Türen und jetzt kann ich gleich hinten raus beim Mitarbeiterausgang.
und bin quasi gleich auf der Straße. Da brauchen wir aber einen Schlüssel für. Diese Postfiliale nervt mich echt so tierisch. Ich meine, jetzt hatte ich Glück, dass der Fahrstuhl wieder hier stand, weil ich bin ja gerade erst raus. Die ist doch tatsächlich wieder zu, obwohl die Öffnungszeiten sagen, sie müsste aus sein. Und es ist so oft so. Ganz im Ernst. Das heißt, ich kann die Dinger erst heute Abend wegbringen am Rathausplatz und das muss dann schnell gehen, weil ich ja zu diesem Weihnachtsmarkt muss. Okay, wir müssen ja nur das Positive sehen. Zumindest habe ich jetzt länger Zeit, was zu essen. Aber ich war auf jeden Fall nochmal in dem Geschäft, in dem ich mit meiner Mutter war, um T-Shirts für meinen Bruder und meinen Neffen zu besorgen. Und habe noch ein T-Shirt für den Freund von meiner Mutter besorgt, den sie noch aus Ausbildungszeiten kennt. Und tatsächlich ist das schon über 50 Jahre her, dass die zwei sich kennen. Und seit ein paar Jahren feiert er mit uns Weihnachten. Also Corona ging halt dann nicht, ne, während der Zeit. Aber ansonsten davor. Ihr habt den vielleicht schon gesehen in dem einen oder anderen Weihnachtsvlog. Auf jeden Fall habe ich für ihn jetzt auch noch so ein T-Shirt besorgt, weil er ist gebürtig aus Schwaben und da steht drauf Bastja. Das glaube ich, gefällt ihm ganz gut. Hoffe ich doch mal zumindest. Ich habe Heißwasser gemacht, damit ich dann was von dem Tee trinken kann. Außerdem habe ich mein Mittagessen und so noch was zu trinken. Und ich habe jetzt noch 8 Minuten, jetzt sind es nur noch 7. Ich esse mal. Gar nicht gut. Ich wurde jetzt an der Arbeit noch aufgehalten, dann hat es länger gedauert. Natürlich habe ich dadurch auch die Straßenbahn verpasst, die ich eigentlich nehmen wollte und bin jetzt viel zu spät dran. Ich werde jetzt zum Bahnhof laufen. Ich muss immer noch zur Post. So ärgerlich, wenn die Post einfach mal aufgehabt hätte, wann sie eigentlich auf sein soll. Das heißt, am Bahnhof ist eine Postfiliale. Ich hoffe, da ist jetzt nicht übertrieben viel los, sonst dauert das auch noch mal ewig. Was für ein Stress. Ich war die Letzte, die sie noch in die Post reingelassen haben. Dann haben sie schon die Türen zugemacht. Man musste durch einen anderen Ausgang raus. Das Einzige, was die Dame gemacht hat, ist, mir Briefmarken zu verkaufen, die ich dann selber aufkleben durfte, um die Briefumschläge dann draußen in den Briefkasten zu werfen, weil sie gesagt hat, ja, bei Ihnen ist eh schon alles weg. Naja, jetzt bin ich gleich da. Ich laufe hier gerade noch in die Altstadt rein von Friedberg, aber quasi blind. Naja, man sieht den Kirchturm. Ich glaube schon, dass ich richtig bin. Jetzt muss ich noch die Schafe finden. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Schafe sind. Ich habe keine Ahnung. Entschuldige, Schaf, ich will dich doch nur kurz filmen. Was ist denn los? Ist dir zu viel Trubel? Ich glaube, das ist ihm zu viel Trubel. Könnte ich mir vorstellen. Der Wetter ist ja jetzt gut. Das war ja meine Befürchtung, weil der Wettergericht hat ja für heute auch viel Regen angesagt. Ja, ja, heute, als ich los bin zur Arbeit, war ja ab und ich musste mich gegen den Sturm stellen. Ja. Du scheinst aber auch müde zu sein. Meine Anschlussstraßenbahn ist gerade gefahren, als ich mit dieser Straßenbahn hier angekommen bin. Und jetzt muss ich warten. Naja, 11 Minuten noch. Okay, also der Weihnachtsmarkt ist ja ganz schön in Friedberg. Vor allen Dingen der Bereich, wo die Bäume alle so extrem mit Lichterketten behangen sind. Und auch dieser Hof war ziemlich cool. Nur dadurch, dass da so viele Leute sind, ist es nicht nur ein übelstes Gedränge und einfach nur so ein Durchgeschiebe, dass man gar nicht wirklich Zeit hat, sich
die Stände anzugucken, sondern die Leute stehen halt auch überall davor, dass man gar nichts sehen kann. Okay, fast geschafft. Ja, also ganz nett, der Weihnachtsmarkt in Friedberg auf jeden Fall. Aber nicht, wenn es so voll ist. Das war mir jetzt einfach zu unangenehm. Und letztendlich war jetzt ungefähr nur eine Stunde da. Und wir sind halt einmal kurz um die Kirche gelaufen quasi. Da sind die Buden drumherum. Und dann einmal in diesen Hof rein. Aber es war, wie gesagt, mehr so ein Durchschieben. Weil jetzt groß gucken oder so, dann hat von hinten schon wieder jemand durchgewollt und so. Weiß nicht. Aber die Ofenkartoffel war ganz lecker, das muss man schon sagen. Und die hatten dort tatsächlich Raclette. Also Raclette-Käse auf entweder Kartoffel oder auf Brot. Das war wohl auch ganz lecker. Der Robert ist am Spielen. Nur kann ich gar keinen Weihnachtsfilm gucken. Okay, ist gleich fertig, dann kann ich Weihnachtsfilm gucken. Es wird kein Weihnachtsfilm, sondern die neue Staffel von Emily in Paris. Die anscheinend gerade erst rausgekommen ist und jetzt für das Internet wieder nicht, oder was? Dann, wenn ich die Serie gucken will? Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Guten Morgen! Robert setzt gerade seinen Roboter zusammen. Droiden, Entschuldigung. Wie heißt er denn eigentlich? Gute Frage. Ah, das weißt du selber nicht. Steht es vielleicht auf dem Heftchen oder auf der Verpackung? Bestimmt auf dem Heftchen. Na, aber ein bisschen wackelig, oder? Ein bisschen was fehlt ja noch. Wo kommt denn noch was hin oben drauf noch? Liegt noch so ein paar Antennen. Trotzdem ganz schön wackelig. Wie heißt er? BD1. BD1. Da ist er, der Kiel. Der BD1. Da hat die Antenne da auch noch rangemacht. Und jetzt, der Schublade. Die hält aber nicht so richtig, oder? Kommt da etwas. Hat er kaputt gemacht? Ne, so weit geht's auf. Okay, was ist in der Schublade? So Gesundheitspacks. Gesundheitspacks. Okay, auf jeden Fall ist er jetzt soweit fertig und dann baut er nur noch so ein Schildchen, wo drauf steht, was es ist, weil das ja ein Sammlerstück ist, quasi. Kannst du dir hinstellen und dann muss er es rüberstellen in sein Regal. Es ist der 23. Dezember und ihr seht mich hier im T-Shirt sitzen. Es ist ziemlich warm. Wieso kann denn das nicht einfach eine Woche später irgendwie wieder frühlingshafte Temperaturen werden? Ich meine ja nur so. Ich werde jetzt einmal eine Stundenabrechnung machen für dieses Projekt, wo ich doch auf Honorarbasis für meinen Kollegen was mache. Ich hatte die Stundenabrechnung nicht gemacht, weil er krank gewesen ist die letzten 2,5 Wochen. Und davor war auf Fortbildung und so. Also wir haben uns schon seit 3 Wochen bestimmt nicht mehr gehört. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, meist halt dann im Januar. Aber er hat mir gestern gesagt, wäre gut, wenn ich es noch mache. Nur gestern Abend war ich ja dann auf dem Weihnachtsmarkt und so. Dann habe ich mir gedacht, ich mache es einfach heute. Auch wenn ich eigentlich schon im Urlaub bin. Das heißt, ich mache jetzt noch schnell eine Abrechnung fertig. Und dann mache ich aber Zeug von hier halt. Was ich noch so machen muss, ne? Deswegen würde ich mal sagen, ich mache euch aus, mache den Kram und dann sehen wir uns später wieder, wenn ich irgendwas Interessanteres mache. Hoffentlich. Juhu! Okay, ich habe also nicht nur das mit dieser Stundenabrechnung abgeschickt, das ist weg, sondern ich habe gerade Teil 5 von Vlogmas gepostet. Jetzt gehe ich einmal die Kommentare durch. Es ist tatsächlich so, dass ich die Kommentare relativ zeitnah, nachdem ihr die geschrieben habt, auch lese, weil ich da E-Mails bekomme und da stehen die schon mit drin. Nur aus den E-Mails heraus kann ich nicht antworten und meistens lese ich die halt, wenn ich dann unterwegs bin. Das heißt, da habe ich gerade keine Möglichkeit zu antworten und dann vergesse ich es halt schnell wieder. Ich setze mich jetzt mal hin und reagiere auf alle von den Kommentaren, die ihr jetzt seit Vlogmas halt hinterlassen habt und auch auf die eher kreativen Videos, die ich gemacht habe, damit da auch was kommt. Auch der Livestream noch aus den Malediven, da kam noch was und so. Genau, also die gehe ich jetzt mal durch und danach fange ich an mit den Gutscheinen, die ich noch machen muss. Ach, und im Übrigen, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Mein Bruder und ich, wir haben beide den Führerschein nicht gemacht, als wir 18 geworden sind, weil es wäre einfach rein finanziell nicht möglich gewesen. Meine Mutter war alleinerziehend mit uns, mein Vater hat keinen Unterhalt gezahlt und das wäre einfach nicht gegangen für sie, für uns beide
den Führerschein zu zahlen. Plus, da kam noch mit hinzu, wir haben so zentral gewohnt, dass wir immer mit der Straßenbahn in die Schule gefahren sind und so. Also es war nicht unbedingt notwendig und wir hätten gar kein Auto gehabt, was wir hätten fahren können, weil meine Mutter auch keins hatte. Und demzufolge haben wir das eben erst später gemacht. Bei mir war das mit 27, das war kurz bevor ich mein Diplom bekommen habe, habe ich angefangen, den Führerschein zu machen. Einfach, weil ich mir gedacht habe, wenn ich einen Führerschein habe, dann bekomme ich vielleicht leichter eine Stelle. Als ich den Führerschein dann gemacht hatte, habe ich Angst vorm Autofahren bekommen, also durch den Führerschein und dadurch, dass ich gesehen habe, was man eigentlich alles machen müsste und wie die Leute um einen herum so fahren, wie man eigentlich nicht fahren sollte und so. Ich weiß nicht, also der Führerschein, vorher war das nicht so, aber seitdem ich quasi gelernt habe, wie man Auto fahren sollte, seitdem habe ich Schiss vor, zumindest wenn ich fahre. Ich fühle mich da viel zu unsicher. Und es ist immer noch so, dass ich es nicht nötig habe, weil ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahre. Ich hätte auch überhaupt keinen Stellplatz oder irgendwas, wo ich jetzt ein Auto abstellen könnte. Auch hier wäre es schwierig. Wir haben halt den Stellplatz unten im Hof, aber einen zweiten, da ist gar nicht genügend Fläche hier. Robert hat ja seinen Dienstwagen und mit dem ist er dann halt auch eben die Hälfte der Woche weg oder zumindest mal 3 Tage, wenn er dann in Sachsen ist und so. Also ich brauche den Führerschein nicht wirklich, deswegen nutze ich ihn kaum. Aber ich habe ihn. Ich habe ihn damals auch beim ersten Mal geschafft, beide Prüfungen, theoretisch und praktisch. Und bei meinem Bruder war das so eine bisschen andere Geschichte. Der war während der Schulzeit in den USA und hat dort ein Highschool-Jahr gemacht. Und er war in Montana. Dort durfte man schon ab 15 Jahren einen Führerschein machen. Und er hat dann angefangen, meine ich, vor Ort in der Highschool Fahrstunden zu nehmen. An irgendwas war es dann gescheitert, irgendeine Prüfung oder so, dass er den Führerschein dort vor Ort gar nie gemacht hat. Oder hatte er den? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das war in einem Indianerreservat und da waren eh kaum Straßen, also was man eine Straße nennen würde hier, und wenig Verkehr und so. Also das, was er da an Fahrerfahrung gemacht hat, kann jetzt nicht so viel gewesen sein, dass es ihm hier weiterhelfen würde. Als er zurückgekommen ist, hat er dann hier Fahrstunden genommen, aber hat es nie zu Ende geführt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, da spielt so ein bisschen Prüfungsangst oder sowas mit rein. Naja, auf jeden Fall, es war ja auch nicht notwendig, weil wie gesagt, wir hatten ja eh nicht die Möglichkeit, kein Auto und haben so zentral gewohnt und so. Und mein Bruder hat jetzt tatsächlich seinen Führerschein gemacht. Ich glaube, vor 2-3 Tagen hat er die Prüfung gehabt und hat auch sofort bestanden. Und deshalb muss ich mir jetzt noch ein Geschenk überlegen zum bestandenen Führerschein. Das ist ja jetzt eher nichts so, womit man rechnet, wenn jemand schon über 40 ist. Aber hey, es ist, wie es ist. Und ich meine, ich finde super, dass er den jetzt bestanden hat. Und das, wo ich ja weiß, dass es ihm so schwer fällt mit den Prüfungen und so, und dass das ihm ziemlich zusetzt, finde ich das super. Und das will ich natürlich honorieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss mir irgendwas überlegen. Das Problem ist, wir haben einen Tag vor Weihnachten. Ich habe es, glaube ich, gestern erfahren oder so. Oder vorgestern Abend, aber gestern war ich ja einen ganzen Tag unterwegs. Hätte ich auch nichts machen können. So war es, glaube ich. Genau, also, ja, da steht also mit auf meiner Liste an Dingen, die ich noch machen muss. Gutschein für meine Mutter, Gutschein für den Robert und Geschenk für meinen Bruder zum bestandenen Führerschein. Und Plätzchen backen. Also, volles Programm und deswegen mache ich jetzt weiter. Erstmal die Kommentare beantworten und dann kümmere ich mich um den Rest. Übrigens hat sich der Robert jetzt fertig gemacht, weil der geht zum Zahnarzt. Der war gestern schon mal. An diesem einen Zahn, der ihm wehgetan hatte, als wir in den Urlaub geflogen sind, da hat sich jetzt noch nicht viel geändert. Das muss dann im neuen Jahr gemacht werden, weil da muss der Rest gezogen werden. Aber er hat ein paar Füllungen jetzt bekommen. Hat sich ein bisschen Karies gebildet. Und jetzt geht er wieder hin und kriegt noch ein paar Löcher gestopft, ne? Na dann, viel Erfolg, bis später. Robert ist auf dem Weg zum Zahnarzt und ich muss euch was erzählen. Wie ich ihm gerade erzählt habe, dass ich noch für meinen Bruder was zum Führerschein machen will, da ist mir eingefallen, warte mal, ich hatte doch schon mal was zum Führerschein gemacht, hatte aber gar niemanden, der den Führerschein gerade bekommen hatte, sondern ich hatte das gemacht, weil es in irgendeiner Celebration vor ein paar Jahren mal so ein Papier gab. Da gab es diese Kronkorken, hier die hier, und da hatte ich mir gedacht, die sehen irgendwie aus wie Reifen. Also ich wollte zeigen, wie vielfältig das ist, für wie viele Anlässe man das nutzen kann, auch wenn
wenn eigentlich da so Flaschen und Kronkorken und so drauf waren, dass man es eben auch für andere Dinge nutzen kann. Ich hatte dann aus diesen Kronkorkenreifen für so einen Babykinderwagen gemacht und hatte mal eine Babykarte gemacht. Die habe ich tatsächlich schon verschenkt. Die kann ich euch nicht zeigen. Aber das war noch übrig, weil halt seitdem niemand da war, der den Führerschein gemacht hatte. Schaut euch das an. Ich habe da so ein Auto gemacht und es ist auch so ein bisschen 3D-mäßig. Das hinter den Scheiben ist im Übrigen auch von dem Papier, wo so ein bisschen sternmäßig drauf ist. Und auch das hier, wo ich die Aussparungen habe für die Lichter vorne und hinten, auch das ist von dem Papier. Das war so ein gelbes Papier, was da drin war, also so ein Designerpapier. Und Folgendes ist da drin, nämlich ein Schlüsselanhänger, in den ich auch noch mal von dem Papier was reingemacht habe, wo man aber das aufmachen kann und dann Fotos reinmachen kann. Und ich habe mir halt gedacht, da kann er seine Lieblingsfotos reinmachen von seiner Familie und hat die dann mit dabei. Seine Frau und seinen Sohn oder vielleicht ja auch von den dreien zusammen eins oder so. Und dann kann er das mitnehmen. Also ehrlich gesagt finde ich das total cool. Ich nehme das einfach. Zum einen habe ich natürlich heute dadurch mehr Zeit, weil ich mir nichts überlegen muss. Und zum anderen steht das nicht einfach nur bei mir rum, sondern kommt endlich zum Einsatz. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde es gut. Das Einzige, was ich noch machen könnte natürlich ist, was ja hier fehlt. Also hier steht ja herzlichen Glückwunsch und dann halt noch irgendwo zum bestandenen Führerschein. Ja, wobei, das ist ziemlich selbsterklärend, würde ich mal sagen. Wobei es könnte auch, in dem Fall könnte es auch einfach sein, dass jemand sein erstes Auto bekommen hat oder so. Ne? Also wenn man jetzt so ein Geschenk macht. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Auto oder so. Aber in dem Falle ist es natürlich der Führerschein. Vielleicht, wartet kurz. Ich habe eine Idee. Passt auf, ich werde einmal, ich hätte meinen Führerschein. Er hat kein Bild von seinem Führerschein geschickt. Und den wird er ja jetzt auch in seinem Geldbeutel haben. Vielleicht gibt es so ein Musterführerschein. Gibt es doch bestimmt Mustermann-Führerschein oder so. Das gibt es auf jeden Fall. Oh, das sind ja Spitzenfotos. Da sind auch irgendwie immer nur Frauen drauf, habe ich so das Gefühl. Gibt es auch was mit Männern? Nee, das ist die Erika Mustermann. Es gibt auch eine Anne Mustermann, wobei die sieht sehr alt aus. Ich glaube, Erika ist das Neueste. Erika Mustermann, die in München wohnt. Und das wurde ausgestellt vom Landratsamt Musterhausen. Oh, da sogar noch Musterhausen am See. ja. Wieso gibt es denn das nicht mit einem Mann drauf? Das finde ich doof. Ich hätte gerne einen Mann gehabt. Hier ist nur irgendeine merkwürdige Karte. Was ist denn eine Fahrerkarte? Okay. Nein, also ich will den Führerschein. Also ich werde einfach einen Fake-Führerschein ausdrucken. Also so ein Musterbeispiel-Ding ausdrucken. Ich könnte natürlich auch meinen kopieren und den dann da dran bammeln, aber das wäre ja albern. Warte mal, zumindest würde Wickert da stehen. Ich glaube, ich werde kurz meinen Führerschein einscannen. Und ich druck den ja dann nicht aus, als ob es ein Führerschein wäre, ja. Also es ist ja jetzt, ich will den ja jetzt nicht fälschen, um da dann Führerschein draus zu machen. Mein Bruder hat ja einen, aber ich würde einfach mal, ich kann ja einfach so witzige Sachen einfügen bei den Sachen, also so bei diesen ganzen Angaben, die da drauf sind. Das Glas, es ist einfach nur, damit es, also ich würde den Führerschein quasi dann mit einem Loch hier dranhängen. So, das mache ich noch, weil das wäre dann wirklich noch was Selbstgemachtes. Ich zeige euch dann, was dabei rausgekommen ist. Erstaunlicherweise hat der Drucker tatsächlich funktioniert, ohne dass ich ihn diesmal ausschalten musste. Das heißt, ich habe schon eingescannt meinen Führerschein, habe den jetzt auf dem Computer und kann da jetzt im Photoshop halt irgendwas Witziges reinmachen von meinem Bruder halt. Irgend so gagmäßig, da gucke ich jetzt mal. Das hat jetzt ungefähr eine Stunde gedauert, das zu machen. Es ist nicht sonderlich gut geworden, weil ich den Führerschein eingescannt hatte und nicht abfotografiert. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Man kann kaum was drauf lesen, aber das war ja auch nicht Sinn und Zweck. Also es soll ja nicht aussehen wie ein richtiger Führerschein, sondern das ist so wie, wenn man einen Rahmen kauft und da ist irgendein Fake-Bild drin, damit man sieht, wofür es ist. Oder irgend so eine Ausweishülle, wo so ein
Fake-Ausweisbild drin ist, damit man weiß, da steckt man seinen Ausweis rein oder so. Ne? Einfach nur, dass er weiß, es ist für seinen Führerschein. Und für ihn, er wird da schon sehen, da ist sein Name drauf, Geburtsdatum und diese ganzen Sachen, die ich euch natürlich jetzt nicht zeigen kann. Ich werde das mal so drüber halten. Das Foto ist schrecklich ausgedruckt von meinem Drucker, wirklich gruselig. Aber da habe ich natürlich ein Foto von ihm genommen, irgend so ein witziges von Instagram. Und die Rückseite, also man kann das wirklich nicht lesen, aber man erkennt auf den ersten Blick, wofür es gedacht ist, nämlich für einen Führerschein. Und es ist trotzdem noch persönlich, weil halt seine Daten da drauf sind. Wie gesagt, kann ich euch nicht zeigen. Aber das zusammen kommt einfach hier rein und dann weiß er, es ist für seinen Führerschein. Ich werde das nicht zukleben, glaube ich, sonst muss er es kaputt machen, sondern ich werde ein Washi-Tape nehmen. Irgendwas, was von der Farbe her zum Auto passt. Wie wäre denn das mit den Pfeilen? Schauen wir mal, ob das noch ordentlich klebt oder schon alt ist. Und nee, das ist so. Nemo. Jetzt habe ich es einfach so zugeklebt mit dem Washi-Tape. Das kommt dann irgendwo mit reingepackt. Ich habe jetzt noch die Lippenpflege, die ich ja besorgt habe, aus Honig und Bienenwachs, Bio-Bienenwachs und sowas. Die muss ich noch verpacken, auch bevor der Robert kommt, dass der das nicht sieht. Ich habe hier dieses Seidenpapier besorgt, was so gold und weiß ist im Teddy. Hatten die das? Das würde auf jeden Fall von den Farben her passen. Ich habe allerdings auch noch rotes, glaube ich. Ja, und da habe ich genug von. Und ich glaube, sonst würde man das so durchsehen. Ich nehme mal das Rote. Das hier sieht so aus, als ob es schon mal benutzt worden wäre. Und es ist ein bisschen dicker, das passt doch. Dann packe ich jetzt einmal die ganzen Lippenstifte ein und packe die dann noch unter den Baum. Und dann mache ich mit dem nächsten weiter. Ich habe mir gedacht, ich filme das nochmal kurz mit dem Handy, weil ich dann näher rankommen kann als an der anderen Kamera und glaube ich, die Lichtverhältnisse dann ein bisschen besser sind. So, und hinten zugeklebt. Ja, das kriegt mein Bruder. Und das hier sind diese Lippenpflegestifte, die ich jetzt noch verpacke und für meine Mutter natürlich das Samenpäckchen. Ich habe mir das Teil mit den ganzen Geschenkrollen hier rüber geholt und das ist einer von den Kalendern, den ich allerdings noch nicht sehen darf, weil einer davon ist ja für mich, der dann hier hängt. Der ist jetzt für meine Mutter, den werde ich einpacken, aber ich kann mir ja dann die Bilder morgen angucken, wenn wir bei meiner Mutter sind und sie das auspackt. Und es ist der gleiche Kalender. Den werde ich einpacken mit Hilfe dieser Pappe, dass da nichts passiert. Und der Karton, wo die restlichen drin sind für Roberts Eltern und so, seine Schwester. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer sonst noch alles einkriegt, aber da werde ich einfach dieses hässliche Etikett vom Versenden überkleben und dann eine Schleife drumherum machen, eine rote. Und dann war es das. Dann wird das so transportiert. Aber den werde ich jetzt noch einpacken und da gucke ich mal, was ich habe. Habe jetzt hier die Lippenpflegestifte mit dem wiederverwendeten Seidenpapier eingepackt und brauche aber noch Schleifchen und auch die Schleifchenbänder sind da drin. Und das werde ich jetzt machen und dann kann ich dem Robert auch sagen, er kann meinetwegen wieder rüberkommen, wenn er irgendwas braucht hier. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde lang diese Stanzteile ausgestanzt mit den Wichtelformen. Und jetzt merke ich richtig, wie meine Finger wehtun, weil ich ja so eine krasse Nickelallergie habe. Und da ist natürlich Nickel drin in den Dingern. Deswegen höre ich jetzt auf und ich zeige euch später, was ich damit vorhabe. Und mache jetzt erstmal noch weiter. Mir fehlt, also das muss ich noch irgendwie verpacken, dass er es nicht gleich sieht. Und ich muss noch den Kalender verpacken. Und dann habe ich, glaube ich, wirklich alle Geschenke verpackt. Und ich habe immer noch genug zu tun und okay, aber eins nach dem anderen. Wir haben Mittag gegessen. Robert ist wieder im Videospielen. Videospiel spielen. Und ich habe Päckchen sortiert. Robert, ich habe ein einziges Päckchen. Aber ich kriege bestimmt noch was von meiner Mutter. Mein Neffe, ja, ich weiß, es sieht nach viel aus, aber eigentlich gehört es irgendwie zusammen und es ist, nee, ich werde es noch irgendwie ein bisschen komprimieren. Das da hinten ist ja für den Sohn von unseren Freunden, das ist also, gehört da nicht mit dazu. Roberts Schwester, seine Mutter, das Geschenk, was wir ihr schenken, hat seine Schwester gemacht und das ist schon da. Für seinen Vater, was ist das? Ah, das ist für den Freund von meiner Mutter, der immer mit uns Weihnachten feiert, den Harald. Dann haben wir meine Mutter, Roberts Oma,
meine Schwägerin, mein Bruder. Und wieso ich die alle sortiert habe, ist, weil ich aus den Standsteilen diese Anhänger mache. Jeder bekommt einen Anhänger, der ein bisschen anders aussieht. Der Wichtel wird immer ein bisschen anders aussehen und daran erkennt man, für welche Person das ist. Und nicht, weil der Name draufsteht, weil dann kann man die Anhänger oder die Wichtel nämlich nachher noch verwenden für irgendwas anderes. Zum Beispiel, um so einen Baum zu hängen oder eine Karte draus zu machen oder so, je nachdem. Und genau, deshalb die ganzen Wichtel und jetzt werde ich mal weiter einpacken und dabei schaue ich mir Vlogs an. Also von anderen natürlich. Ich bin fertig. Aua, mir tut alles weh. Ich bin fertig und falls ihr euch gefragt habt, wie will sie denn aus den wenigen unterschiedlichen Teilen tatsächlich für jeden einen unterschiedlichen Anhänger machen, sodass man weiß, zu wem dies gehört, zeige ich euch jetzt mal alle Anhänger. Das hier ist mein Bruder, sieht man auch da dran. Und da klebt noch einer. Das ist meine Schwägerin und ja, mir ist durchaus bewusst, Gold auf Gold sieht man nicht gut, aber sie mag das nicht so zu verspielt und sie mag halt gerne so diese Metallic-Akzente und so. Und Rot ist, glaube ich, nicht so ihr Ding, deswegen habe ich das da eher schlicht gehalten. Das heißt, das sind erstmal nur, also er hat halt Gold mit Rot, also goldene Mütze, rote Beine. Sie hat Gold-Gold. Dann haben wir Roberts Oma und die hat eine rote Mütze und goldene Beine. Aber die Mütze habe ich mit Wink of Stella bestrichen, also glimmert die. Genau, Roberts Oma kriegt diese Tüte und da ist auch alles drin, was sie bekommt. Dann haben wir hier für meine Mutter Gold, Gold, aber mit Sternchen drauf. Und da haben wir hier hinten nochmal einen. Und dann haben wir ganz normal Rot, Rot für Roberts Vater. Der steht auch nicht so oft verspielt und den ihre Weihnachtsdeko am Baum ist rot, von dem her passt das. Deswegen habe ich auch sämtliches, was mit der Familie von ihm zu tun hat, in Rot gehalten. Wir haben hier aber noch das für den Freund von meiner Mutter, der mit uns Weihnachten feiert. Und da habe ich die Mütze, also er hat eine rote Mütze und goldene Schuhe, aber ich habe die Mütze dann einfach noch der Streifen gegeben. Roberts Mutter hat eine rote Mütze und rote Füße, aber ein Karo-Muster. Und das andere Geschenk, was sie bekommt, macht eben seine Schwester, deswegen ist das nicht hier. Also hatte ich nur das eine für sie. Sie kriegt auch eins davon, aber da muss ich nichts drauf machen, weil das ist ja nicht spezifisch für irgendeinen. Dann haben wir hier für Roberts Schwester habe ich natürlich auch rot-rot, aber ich habe Herzen oben drauf gemalt und ich habe hier unten das, was eh eingeprägt ist, ja, hier unten in den Schuhen eingeprägt, dieses Kreuz habe ich einfach noch mit weiß gemacht und das ist hier überall dran. Dann haben wir für mich, ich habe ja auch nur das eine Geschenk, habe ich Gold und Rot und habe das ähnlich gemacht wie für die Silvi, nur ein bisschen anders die Herzen und habe eben Gold oben anstatt Rot. Für meinen Neffen habe ich hier diesen Wichtel gemacht. Der ist mit Rot und Gold, aber nur quasi eine weiße Umrandung gemacht und dann die Schuhe noch weiß gemacht, also das Kreuz. Das ist natürlich auch für ihn. Ich meine, man sieht bei ihm eh, aber ich wollte jetzt nicht, dass er der Einzige ist, der keinen Wichtel hat. Und dann haben wir noch den Robert. Und der Robert hat auch rot-rot, weil passt ja zu seiner Familie der Farbe. Aber der hat hier oben die Schneeflocken mit drauf. Sternchen, Schneeflocken, wie auch immer. Und das sind jetzt alle Wichtel. Und ich muss jetzt unbedingt die Sachen wieder unter dem Baum drapieren, damit ich dann von allem noch Fotos machen kann. Und dann bin ich damit zumindest fertig. Aber habe von dem anderen Kram noch nichts gemacht. Und deswegen muss ich weitermachen. Wir haben jetzt dann gleich um 3. Das einzig Positive an diesem Wetter ist, dass man die Heizung nicht so aufdrehen muss. Mir war jetzt echt heiß drüben. Ich habe mal richtig runtergedreht. Hui! Und hier ist auch schon runtergedreht und ich hatte vorher gelüftet und so. Mittlerweile haben wir gleich 3:15 und ich werde mich jetzt dran machen, Roberts Gutschein zu machen. Eigentlich wollte ich demnächst anfangen, die Plätzchen zu backen, aber nee, ist noch nicht so weit. Sonst mache ich die halt irgendwann heute Abend. Wahnsinn, ey. Ich habe jetzt relativ lange gebraucht für die ganzen Geschenkanhänger, aber ich finde immer noch, das hat sich gelohnt, weil die einfach so cool aussehen.
Ich wollte eigentlich schon ein Bild machen vor dem Tannenbaum, so wie es gerade ist. Wobei ich das, glaube ich, auf morgen verschiebe. Nee, dann machen wir die vor meiner Mutter ihren Baum. Ich mache das dann auf jeden Fall später noch. Aber dazu brauche ich halt die letzten beiden Geschenke. Und das ist Robert sein Gutschein und meiner Mutter ihr Gutschein. Und genau die mache ich jetzt. Und danach kümmere ich mich um die Plätzchen. Und verzieren kann ich die Plätzchen ja dann auch morgen. Ich muss heute quasi nur den Teig machen, in den Kühlschrank packen und dann später noch ausrollen und ausstechen. Und dann sollte ich hoffentlich den Rest morgen machen können. Also verzieren ist tatsächlich nur, ich mache halt so einen Zuckerguss und bestreiche die. Das ist, glaube ich, eh besser, wenn ich es nicht mache, wenn die noch warm sind, weil dann zerläuft es so. Ja, ich werde erstmal Robert sein machen, dann Plätzchenteig und dann meiner Mutter. Ich muss mal gucken, wie. Ich werde die nicht zu kompliziert machen, denn das würde alles sehr lange an Zeit kosten. Und deshalb versuche ich mich etwas zu beschränken, aber natürlich was zu machen, was trotzdem cool aussieht. Letztendlich ist das, was ich im Robert rausgesucht habe, auf jeden Fall total cool mit diesem Military Tattoo, wo wir ja in Schottland, in Edinburgh waren, als wir unsere Schottlandreise gemacht haben, vorm Schloss, fand das eben gerade statt. Und das gibt es aber auch immer wieder in Deutschland. Leider nicht hier in der Nähe, wo wir wohnen, denn das gab es eigentlich auch immer. Aber das war immer so doof gelegen, dass das in den Sommerferien war, da wo wir weg waren. Genau, da hatte ich ja schon nachgeguckt und ich nehme das an der Lorelei Freilichtbühne. Ich will noch nicht so laut reden, weil ich meine, Robert hat die Tür zugemacht, der weiß ja nicht, was für ihn macht. Der wird schon nicht mithören. Aber ich glaube, das wäre ziemlich cool. Wir waren bis jetzt nur einmal an der Lorelei. Also das ist ja dieser Felsen und riesige Wasserfall dann am Rhein. Genau da gibt es eine Freilichtbühne oben. Und da wäre das dann. Und es wäre am 10.06., was eigentlich hinhauen müsste bei uns beiden, würde ich mal sagen. Also ich wüsste nicht, was da sonst sein könnte. Es ist ein Samstag, was natürlich richtig gut ist, weil wir dann eben über ein Wochenende hinfahren können und vielleicht ja auch ein verlängertes, wenn Robert Montag noch frei nimmt, da müssen wir mal gucken. Ich werde aber die Karten, wie gesagt, noch nicht kaufen, weil ich das erst mit ihm ausmachen will und dann auch ausmachen will, was genau wir dann an dem Wochenende machen. Aber was ich natürlich will, ist irgendeinen coolen Gutschein machen. Und genau das werde ich jetzt versuchen, indem ich von der Homepage mir wieder so Screenshots mache, so wie ich das auch schon gemacht hatte für den Ausflug auf die eine Insel, als wir unseren Frankreich-Urlaub gemacht hatten, diesen Sommer. Da hatte ich auch einfach Screenshots von den Bildern auf der Homepage gemacht und daraus dann einen Gutschein gebastelt. Und das ist relativ einfach, weil ich dann eben nur eine Kartenbasis machen muss. Da kommen dann die Bilder mit drauf. Ich hoffe nur, dass mein Drucker mitmacht, weil der hatte ja schon wieder so doof gedruckt, als ich das für meinen Bruder ausgedruckt hatte, diesen Fake-Führerschein. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut, wenn ich dann so viele Bilder habe und die drucken will. Aber wir testen das jetzt einfach mal. Ich melde mich, wenn ich erfolgreich fertig bin mit diesem Gutschein. Ich habe es endlich geschafft und es hat auf jeden Fall ein Stückchen länger gedauert, als ich das vorhatte. Einfach, weil der Drucker schon wieder nicht mitgespielt hat. Und ich weiß jetzt auch, wieso das vorhin bei dem, was ich für meinen Bruder ausgedruckt habe, nicht ordentlich war. Weil die schwarze Patrone ist nicht leer, nein, nur wieder verklebt. Und deswegen hat dieser Mann keinen schwarzen Hut auf, sondern keine Ahnung was, irgendwas Verwaschenes. Es fehlen hier alle Schwarzteile quasi, weil diese blöde Patrone schon wieder verstopft ist. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Mal eine Reinigung gemacht mit der Patrone und es wurde nicht besser. Deshalb muss es jetzt so bleiben. Ihr seht, ich habe das hier ausgedruckt. Das waren die Bilder, die ich aus dem Internet hatte. Das und das war hier mit auf dem Bild drauf. Gutschein habe ich dazu geschrieben. Und ich habe natürlich diese Doodles gemacht, damit es nicht ganz so nackig aussieht. Aber was ich viel witziger finde, ist hier vorne, ich habe endlich mal wieder einen Embossing-Folder genommen. Dieses Bändchen überdeckt, also der Embossing-Folder, den ich genommen habe, ist dieser hier. Und ihr seht schon, der ist nur so breit. Ja, und die Karte ist aber so lang. Und dann habe ich das Stück hier hinten einfach auch nochmal in diesen Prägefolder hier mit reingelegt. Und dann war aber hier so eine Lücke, wo ich das natürlich nicht ganz getroffen habe. Und da habe ich einfach ein Bändchen drüber gemacht. Und ich finde, dieser Spruch,
Das schönste Geschenk ist gemeinsame Zeit, passt halt so dermaßen. Und das sind unsere Wichtel von drüben, von den Geschenken. Und die habe ich ja einfach zusammen gemacht. Und ich habe mir gedacht, das hier sieht so ein bisschen aus wie so ein Orden. Und nachdem das ja das Military-Tattoo ist und die ja auch immer so einen Kram daran bammeln haben und so, habe ich mir gedacht, das sind unsere kleinen Orden. ja. Das Einzige, was ich drüben an den Geschenken noch ändern muss, ist, dass ich im Robert hier noch diese Xe hinmache. Die hatte er nämlich nicht. Aber ich fand, so haben wir dann auch noch gleiche Schuhe an quasi. Ja, ich finde es cool. Ich habe einen Robert ein bisschen nach oben gesetzt. Der ist auf 2 Abstandshaltern, ich nur auf einem, damit er ein bisschen hervorgehoben ist, weil es ist ja ein Geschenk an ihn und ich bin ja dann nur mit dabei. Das Etikett hier ist diese Stanze. Ja, und es gibt da nur die eine von in der einen Größe. Also habe ich das einmal in Gold und einmal in Weiß ausgestanzt mit dem Spruch und das Goldene einfach in der Mitte auseinandergeschnitten. Und da könnt ihr es vielleicht ein bisschen sehen, dass das da auseinandergeschnitten ist und dann dementsprechend so hingeklebt, dass halt oben und unten ein bisschen Gold rausguckt, damit sich das besser von dem weißen Hintergrund abhebt. Und deswegen habe ich auch die beiden hier auf Abstandshalter gemacht. Auch dann heben die sich besser vom Hintergrund ab. Und jetzt werde ich mir einfach nur einen Umschlag schnappen in der Größe. Ich denke mal, ich müsste irgendwas da haben. Das ist die Länge von A4, 21 cm. Die Höhe ist ja wurscht. Und dann verpacke ich das schnell und sage dem Robert, er kann rüberkommen, weil der Robert hat für heute eigentlich den Auftrag, dass er die Fotos von Frankreich von diesem Jahr, also an der Côte d'Azur, als wir da waren, und auch jetzt von unserer Maledivenreise durchgeht, die raussucht, die er zeigen will, die bearbeitet und die dann morgen mitnimmt, weil der Freund von meiner Mutter, der immer mit uns Weihnachten feiert, der Harald, der ist sehr interessiert an unseren Reisen und wir schauen uns dann immer die Fotos an. Und deswegen höre ich jetzt auf, damit der Robert rüberkommen kann und Fotos aussortieren kann. Robert hatte vorhin den Müll rausgebracht, das heißt, ich muss mal neue Beutel da reinmachen. Und hier steht schon so ein bisschen Kram, was ich brauche zum Backen. Natürlich muss ich hier vorher einmal sauber machen. Aber ehrlich gesagt, jetzt geht es erstmal nur darum, den Teig fertig zu machen und dann in den Kühlschrank zu legen. Der muss eh eine Stunde im Kühlschrank. Das ist dieses Rezept hier. Und ich werde mir das besonders einfach machen. Ich werde die nicht so ausstanzen mit diesen Kringeldings, also mit diesem Wellenkreis, sondern ich werde Rollen formen, die schon ungefähr die Größe haben, die ich dann brauche. Die liegen ja dann im Kühlschrank. Und dann werde ich eine Rolle nach der anderen rausnehmen und die in dünne Scheiben schneiden. Was sagen die denn hier, wie dolle man das ausrollen soll? 4 bis 5 Millimeter, also einen halben Zentimeter dick, werde ich dann die Scheiben schneiden und die einfach aufs Blech legen, weil Orangen haben ja so oder so keinen Wellenkreis, sondern sind halt rund. Und das macht es mir deutlich einfacher, da muss ich nämlich nichts ausrollen. Und dann werde ich die später einfach backen und wie gesagt morgen verzieren und dann sollte das hinhauen. Vielleicht verziere ich die sogar bei meiner Mutter und nehme einfach den Kram mit. Ist noch besser, weil wir haben nicht viel Zeit, weil wir die Pute bis um 12 abgeholt haben müssen und deswegen müssen wir so früh los, weil sonst hätte ich es halt am Vormittag noch machen können. Genau, so der Plan, das müsste hinhauen, aber jetzt, ich mache das Ganze zweimal. Das Rezept, also doppeltes, und dann packe ich das in den Kühlschrank. Ach, so ist schon besser. Ich habe schon mal die Sachen für morgen, die wir mitnehmen, einen Teil zumindest eingepackt. Hier oben liegt eingepackt die Röllchen an Teig. Liegen natürlich. Meine Grammatik lässt irgendwie nach. Und ich muss mich jetzt hier hinsetzen und noch für meine Mutter mir irgendwas überlegen. Und dann später noch die Plätzchen ausbacken. Aber dann habe ich es zumindest. Ich habe mir im Internet angeguckt, welche Spülmaschine meine Mutter rausgesucht hatte. Und dann hatte ich mir die Maße angeguckt hier oben. Und dann habe ich mir so ein Zettelchen gemacht und festgestellt, dass das 21,5 gewesen wäre. Also habe ich die Höhe gekürzt insgesamt. Das hier sieht anders aus als da drauf, weil ich mich dann verschnitten hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, nimmst du einfach die Schere und schneidest den Rest aus. Ich setze das jetzt mal zusammen und wir gucken mal, ob es einigermaßen aussieht wie eine Spülmaschine. Der Deckel fehlt da noch, aber der Deckel ist hier eh so oben aufgesetzt. Von dem her passt das schon.
Mal sehen, wie es aussieht. Es ist 7:05. Der Robert macht uns gerade etwas zu essen. Und ich habe für meine Mutter was gebastelt. Ich habe ja auch noch einen kleinen Wichtel. Den nehme ich mit rüber, weil ich muss noch verzieren, so wie sie den hatte. Und dann werde ich den irgendwo hier drinnen verstecken. Hier sind eigentlich so Taschen, da könnte man noch irgendwas reinmachen. Ich habe jetzt gar keine Zeit, noch irgendwas reinzumachen. Und letztendlich dient mir das einfach zur Stabilisation von den Seitenteilen. Das ist der Deckel. Und ich setze das jetzt mal zusammen. Dafür brauche ich aber zwei Hände. Ach so, hier ist das Geld drin, was wir ihr schenken für die Spülmaschine. Und so sieht die Box dann aus, wenn sie zusammen ist. Ist auch sehr stabil, dadurch, dass ich diese Taschen da eingebaut habe. Und so kommt die jetzt rüber. Ich bemale den Wichtel noch, stecke den da mit rein und habe mir jetzt das Plätzchenbacken irgendwie auf morgen verschoben. Also morgen früh backe ich die Plätzchen aus und verzieren tue ich es aber erst bei meiner Mutter. Weil ehrlich gesagt, ich habe jetzt den ganzen Tag gemacht von heute früh um 8.30 Uhr bis jetzt. Nur mit ein bisschen Mittagspause. Mir tut mein Rücken weh. Ich kann jetzt einfach nicht mehr. Ich habe den kleinen Wichtel jetzt einfach damit reingesteckt. Dann, wenn sie aufmacht, sieht sie erst den Wichtel und dann das Geld, habe ich mir gedacht. Und jetzt stelle ich das dann hier mit runter und dann muss ich noch Fotos davon machen. Ich bin fertig mit Geschenken basteln und einpacken. Und die sind ja alle unterm Baum. Und die sieht voll cool aus, aber ich zeige euch das mal ohne mich. Das sind also all die Geschenke, die wir dieses Jahr an Weihnachten verschenken werden. Und seht ihr, wie ich dieses Jahr erkenne, für wen welches Geschenk ist? Ha, ha, ha. Die Wichtel sind's. Die Wichtel sehen alle anders aus. Also zumindest, wenn sie für jemand anderen sind, ne? Da, das ist mein Wichtel. Ich habe nur das eine Geschenk. Da ist einer. Und da ist einer.